Was geht ab? Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen zu On Point. Es ist wieder Montag, ihr wisst Bescheid, es ist 2017, ja? Frohes neues Jahr wünsche ich euch, wünschen wir euch von hiphop.de. Ja man, 2017 bedeutet natürlich auch, 2016 ist vorbei, ne? Ganz intelligente Schlussfolgerung hier. Deswegen dachte ich mir mal, ey, werfen wir einen letzten Blick zurück auf 2016. Das Jahr ist ja jetzt quasi vorbei, ja. Bis zum letzten Moment haben ja noch Leute released. Kollega kam ganz spät, Genetik kam kurz vor Kollega. Dieses Palmen-Tannen aus Plastik kam ja richtig spät. Hat es dann doch nicht auf die 1 geschafft, weil ja, Helene Fischer da weihnachtsmäßig alles blockiert hat. Trotzdem sah 2016 sehr, sehr, sehr gut aus. Charttechnisch, verkaufstechnisch für deutschen Rap. Ich dachte, ich mach mal so einen kurzen Roundup, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Charts sind natürlich nicht immer das Wichtigste. Das werde ich auch am Ende nochmal erläutern. Trotzdem beeindruckend. Ich habe gezählt, es müssten 14 Alben sein, ja, die dieses Jahr auf die 1 gegangen sind. Aus dem Deutschrap-Kosmos. Ich fange einfach mal an, sie aufzuzählen. Erstes Album 2016, was auf die 1 ging aus dem Deutschrap-Kosmos, natürlich Azad Leben 2. Danach kam Summer Jam mit Genesis, See You 0,9. Prinz P im Westen nichts Neues, Contra K mit Labyrinth. Jesus und Bones natürlich mit Heil und Hungrig 2 ging auch auf die 1. 257 Nas im Mikrokosmos. Coup Holland Job, Beginner Advanced Chemistry. Flair mit Vibe. Bones zum zweiten Mal mit Raf Camora und Palma aus Plastik. Shindy und Dreams natürlich. Casey Rebel und Abstand. Und wie gesagt, das letzte Album 2016. Aus dem Deutschrap-Kosmos, was auf die 1 geschafft hat, ist tatsächlich Kollega mit Imperator. Das sind 14 Alben. Ich habe die euch jetzt mal hier hoffentlich aufgeschrieben. Hoffentlich habe ich es nicht vergessen. Ja, da fragt man sich natürlich jetzt, ist das Rekord? Ist das das meiste aller Zeiten und so weiter und so fort? Nein, ist es nicht. Ja? Letztes Jahr, also ein Jahr vor 2016, 2015, haben wir den Rekord aufgestellt. Da gab es 18 Nummer 1 Deutschrap-Alben in einem Jahr. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Zahl haben wir dieses Jahr nicht ganz erreicht. Es liegt auch an diversen anderen Gründen, die ich auch später noch erläutern werde. Leute, die ungünstig gedroppt haben oder Leute, die gar nicht dieses Jahr gedroppt haben, sonst immer auf die 1 gehen und so weiter und so fort. 44 Alben gab es generell auf Platz 1 dieses Jahr. Ich meine, es gibt 52, 53 Wochen oder so im Jahr. Davon natürlich, manche Alben sind mehrere Wochen auf 1, wie beispielsweise Palmen aus Plastik. Oder jetzt eben das Helene Fischer-Ding ist 5 Wochen oder so ein Scheiß auf Platz 1. 44 Alben also waren auf der Pole Position. Davon sind eben diese 14 Deutschrap. Das ist schon ein guter Batzen. Das sind so 30-32% aller Alben, müsst ihr euch mal so klar machen, die in Deutschland auf die 1 gegangen sind 2016. Sind Deutschrap, Alter. Jedes dritte Album, jede dritte Woche quasi, als ein Album auf die 1 gegangen ist, war das Deutschrap. So, das ist beeindruckend, um das Mindeste zu sagen. Dazu natürlich, und das muss man auch erwähnen, weil Charts, ihr wisst ja, man wird ja immer bombardiert mit der Zusatzinfo. Ja, ey, Charts, du kannst in einer guten Woche mit 5000 Einheiten auf die 1 gehen. In der zweiten Woche stürzt du dann ab auf die 135 so, weil du kein Album mehr verkaufst. Und um dem mal was entgegenzusetzen, ja, 1, 2, 3, 4, 5 von den 14 Alben, die auf 1 gegangen sind, sind Gold auch gegangen, ja, also haben über 100.000 Einheiten verkauft, High und Hungrig 2 und Palmen aus Plastik natürlich, das wird ja jeder mitbekommen haben, Palmen sogar noch mit 2 Gold-Singles dazu, wenn nicht sogar 3, Shindy mit Dreams und Beginner, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen bei euch, mit Advanced Chemistry auch in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit Gold gegangen, ja, dazu natürlich 257ers, Mikrokosmos, das Album an sich, wenn ich richtig informiert bin, ich habe nichts dazu gefunden, ist nicht Goldgang, aber 2 Singles, Holz und Holland, natürlich so, ne, unfassbar. Diesen Mythos von wegen, ey, du verkaufst 2 CDs und gehst auf die 1 in einer schwachen Woche, kann man natürlich auch zusätzlich entgegensetzen, dass Kollega mit Imperator die stärkste erste Verkaufswoche des Jahres hingelegt hat. Ja, hat er selber gepostet, mit Abstand umsatzstärkste erste Verkaufswoche. Schlägt dann unter anderem natürlich auch Dreams und auch Palmen aus Plastik, die wiederum generell das erfolgreichste Hip-Hop-Release des Jahres gehabt haben. Und natürlich hat Palmen jetzt auch ein paar Monate Vorsprung vor Imperator. Wie dem auch sei, ist ja auch gar nicht so wichtig, wer wie viele Einheiten mehr jetzt als der andere verkauft hat am Ende des Jahres. Stehen bleibt, dass wir sehr, sehr viele Rekorde geknackt haben, 14 Alben auf die Nummer 1 gebracht haben, stärkste erste Umsatzwoche von Kollega so. Kollega hat auch mit 400 Millionen Streams
den Thron des Streaming-Königs, ja, Weltimperator, Weltstreaming-Monarch in Deutschland, nicht Welt eigentlich so gesehen, in Deutschland für sich erobert. Kein Helene Fischer, kein Andrea Berg, kein dies, kein das. Er hat selber geschrieben, mit einzig wahrem Boss-Rap sind wir hier streamingmäßig abgegangen. Natürlich ist das überraschend, ja. Kollegas Musik ist jetzt nicht gerade eine, wo man sagt, so, okay, das läuft im Radio, jeder Hans Wurst, Otto hört die Musik. Das ist krass, dass er da streamingmäßig tatsächlich der meist gestreamte Künstler in Deutschland, nicht nur deutscher Künstler, ja? Also auch mehr als Drake, auch mehr als Eminem, auch mehr als Justin Bieber, mehr als The Weeknd. In Deutschland am meisten gestreamt wurde tatsächlich Kollega, so kaum zu glauben, Alter. Warum ich vorhin gesagt habe, die 18 Nummer 1 Alben hätten wir auch locker knacken können, ist natürlich, weil, naja, Künstler wie Sido, Savage sind vielleicht in ungünstigen Release-Wochen gekommen, haben die 1 nicht geschafft, weil, was weiß ich, Metallica nach 80 Jahren, Rolling Stones nach 100 Jahren oder Böse Onkels mal wieder released haben. Genetik gehen gut und gerne mal immer auf die 1, das hat diesmal nicht geklappt aus diversen Gründen. Raff ist auf 3 gegangen, ja, ich denke mal mit den Verkaufszahlen in einer anderen Woche hätte der auch genauso gut auf die 1 gehen können. Genauso wie irgendeiner, der auf die 1 gegangen ist, in einer anderen Woche natürlich auch auf 2 hätte landen können. Am allermeisten fällt dir natürlich auch Farid, ja, Farid Bang hat sein Album Blut in der gleichen Woche gebracht wie High und Hungrig 2, ist auf die 2 gegangen, ja, mit selbsternannten 40.000 Einheiten in der ersten Woche. Das musst du auch erstmal hinkriegen, mit 40.000 Einheiten nicht auf die 1 zu gehen, ja, das klappt dann auch nur, wenn 187 gleichzeitig released. Ich glaube, die haben 50, irgendwie sowas. Auf jeden Fall krasses Battle gewesen da in der Woche. Crow hat außerdem nicht released, ja, das ist ja jemand, bei dem man zählen kann auf die 1. Bushido hat nicht released, Casper, Materia, das sind alles Leute, die Kandidaten sind für einen Topspot in den Charts. Aber, ja, wie dem auch sei, jetzt habe ich euch ein bisschen hier so Infos gegeben. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das überhaupt seht mit den Charts und so weiter. Ich finde das, ich habe es immer wieder gesagt, wichtig, ja, dass man ein Auge auf die Charts hat. Dieses krasse, so viele Alben auf 1, die sind auf 1, dies, das. Das ist überhaupt das, was Hip-Hop in den letzten Jahren so riesig gemacht hat, auch im Mainstream, dass die Leute da ein Auge drauf haben. Das ist das Ding, was wir den Leuten immer, ne, so vors Gesicht halten können, sagen können, ey, guck mal, wir sind so und so oft auf die 1 gegangen, ignoriert uns nicht. Andererseits, wie ich schon gesagt habe, Verkaufszahlen heißt nicht unbedingt, wenn du die meisten Alben verkauft hast oder die stärkste erste Woche gehabt hast oder so, dass du auch das beste Album hattest, ja, wie gesagt, PA, Kianush, Nazar, Leute, so, die nicht auf die 1 gegangen sind, Manuelsen, Megalo, UFO, die haben auch sehr, sehr gute Alben gemacht. Vielleicht besser als das ein oder andere Album, das auf die 1 ging. So, das lässt sich eben nicht daran bewerten. Savage ist nicht auf die 1 gegangen dieses Jahr. Was willst du machen im Endeffekt, außer tatsächlich nach vorne zu gucken, so klischeehaft, wie das jetzt klingt, 2017 anzuvisieren, ja, in dem wir uns jetzt endlich auch befinden, 2016 abgeschlossen. Man hat ja immer am Ende des Jahres so ein bisschen das Gefühl, Alter, wann geht das Jahr endlich zu Ende? Man will neu anfangen, ist ja auch wieder so eine Chance immer. Ich glaube, so schnell wie letztes Jahr, das ging ja echt krass schnell mit den Nummer 1. Wir hatten da Azad, wen hatten wir noch? Azad, Summer Jam, CEO, alle im Januar direkt auf die 1 gegangen. Ich denke, so schnell wird das nicht gehen. Trotzdem, wir haben auch geile Releases direkt dieses Jahr im Januar. Pillard kommt, SDK kommt, Marjo wird kommen, so auch immer ein Kandidat für die 1 natürlich. Und all die, die ich vorhin erwähnt habe, ob Bushido, ob Casper, Crow, Materia, das sind alles Leute, die letztes Jahr nicht released haben. Vielleicht sogar vorletztes Jahr schon nicht released haben. Deswegen dieses Jahr kommen. Nicht nur im Hinblick auf Platz 1 in den Charts, auch generell musikalisch interessante Leute. Zuna kommt mit dem ersten großen KMN-Release. Da wird man interessiert hingucken, was da geht. Maxwell wird endlich sein Debütalbum bringen. Bei Bones, ja, generell diesen Palmen-Sound. Raff und Bones, wie geht der jetzt weiter so? Wird Raff diesen Sound alleine weitermachen? Werden die als Duo jetzt noch viel länger zusammen Musik machen? Was geht mit Bones? Bones will sein Debütalbum irgendwann bringen. Da können wir auch gespannt sein, glaube ich, welchen Sound er da fährt, wie das mit den Features da abgeht. So, ne, bei uns haben wir ja selten mal richtig Solo gehört. Ich denke auch, wenn man über musikalische Highlights redet, ich persönlich freue mich krass auf 2 Alben, falls es die geben sollte dieses Jahr. Coop, ja, in ihre Einzelteile quasi zerlegt. Haft und Khatar, wenn die wieder mit Solo-Dingern kommen.
Dicker, ich kann kaum drauf warten. Das ist eh immer Qualität des Todes, so wenn die ihre Solo-Sachen bringen. Ein Haftalbum ist immer ein Highlight. Ja, das letzte gab es ja Ende 2015, unzensiert, so als Mixtape. Rata hat auch 2015 released. Jetzt gab es das Collabo, also 2017 können die beide wieder alleine durchstarten. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir unten in die Kommentare, auf welches Album 2017 ihr euch am meisten freut. Was habt ihr so im Kopf? Ah, hoffentlich release der und der. Schreibt mir das alles unten rein, selbst wenn Sachen noch nicht angekündigt sind. Zieht euch entspannterweise wie immer am 1.1. den Jahresrückblick mit PA Sports und Roos rein. Auch den Jahresrückblick mit Flair und Roos. Auch hier irgendwo unseren Jahresrückblick. Voten könnt ihr nicht mehr. Es wird die Tage die Ergebnisse für die Hip-Hop Day Awards geben. Bis dahin, bis nächsten Montag. Viel Spaß auf Hip-Hop Day. Mein Name ist Aria. Peace.